verschrien. Sein Blut fingen sie in einer Schale auf, einer großen Schale. Die Weihe eines neuen Mitglieds läuft immer nach den gleichen Ritualen ab. Jedes Mal werden die Leute gezwungen, selbst zu töten. Es soll ihnen Kraft geben, Stärke. Und im gleichen Atemzug soll es sie dadurch für immer zum Schweigen bringen. Wir glauben, der Grad an Unvorstellbarem ist damit erreicht. Aber Pierre berichtet von einem weiteren Ritual dieser Sekte, Kannibalismus. Meine Großmutter brachte eine große Platte. Es waren nur die 7 Priester da. Meine Pateneltern, meine Großmutter und mein Großvater, der zu den 7 Priestern zählte. Wir waren also 10, standen alle um den Tisch herum. Dann wurde uns ein Stück Fleisch serviert, vom Körper des Babys. Wir mussten es essen, um einen Eintritt als Priester in der Sekte zu zelebrieren. Außerdem hatte jeder ein Glas, in dem etwas Blut war. Dann mussten wir essen und trinken. Wir haben das Blut getrunken. Es gab ein Gebet vorher und eines nachher. Also mein Großvater sprach ein Gebet zu Beginn und eins am Ende. Und dann gab es Glückwünsche. Du gehörst jetzt zur Familie, jetzt bist du hier bei uns. Mein Großvater sagte mir, du warst gut. So wie er es immer tat. Sie haben mir gedankt, mir gratuliert. Ich sei der Beste und so weiter. Dann ging ich. Pierre sagt, er fühlt sich nicht schuldig für das, was war. Aber er würde sich zum Mittäter machen, würde er heute seine Vergangenheit verschweigen. Wie auch für seine Schwester Noemi fing für Pierre vor 8 Jahren ein neues Leben an. Seitdem kämpfen sie darum, dass sie angehört werden. Und dass die Menschen endlich verstehen, dass täglich Kinder missbraucht und getötet werden. Es ist ein Netzwerk mit einem unglaublich großen Markt dahinter. Sie werden aufhören, weil ich da raus bin? Nein, sie waren sich so sicher, dass ich nichts sage. Sie waren sich so sicher, dass nichts unternommen wird. Und in diesem Punkt hatten sie recht. Und selbst ich hätte niemals gedacht, dass ich alles sagen werde, als ich anfing zu reden. Es war ein unglaubliches Geheimnis und dazu mein Gefühl von Schuld, das so groß war, dass ich niemals dachte, ich würde alles erzählen können. Michel Kardec sagt, als Mensch sei er in seinem Bewusstsein zutiefst erschüttert. Aber er ist auch Anwalt. Und als Anwalt von Noemi und Pierre sei er bereit, und zwar ohne Kompromisse, bis zum Ende zu gehen, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Die präzisen Aussagen der Kinder, die sich niemals widersprechen, die genauen Beschreibungen der Tatorte, die psychologischen Gutachten, die offensichtlichen Fehler in den damaligen Ermittlungen. Für ihn gibt es keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Kinder. Ils ont enfin été entendus. Sie wurden endlich angehört, nach 8 Jahren. Pourquoi? Warum wurden die Kinder angehört? Pour deux raisons. Aus 2 Gründen. Erstens, die Älteste, Noemi, sie ist heute 19 Jahre alt, hatte keine andere Wahl, als die Medien zu kontaktieren. Den deutschen Fernsehsender Sat.1.
Sie wollte vor aller Öffentlichkeit darüber reden, dass sie als kleines Kind aktiv an der Ermordung von anderen Kindern teilgenommen hat. Und zweitens, sie und ihr Bruder Pierre, der heute 18 ist, haben an die höchsten Stellen der Regierung geschrieben. Sie haben geschrieben, dass es nicht sein kann, dass die französische Justiz sie nicht anhört, ihnen nicht zuhört. Aus diesen Gründen wurden die Ermittlungen neu aufgenommen. Und es stimmt, dass diese Ermittlungen, die jetzt seit Anfang August 2002 laufen, uns viel Hoffnung geben. Denn wir sind hier auf einen Untersuchungsrichter gestoßen, der offen ist und bereit dafür, alles Mögliche zu tun, damit die Wahrheit dieser grausamen Affäre endlich ans Licht kommt. Die Affäre Dutroux schockiert im August 1996 die Öffentlichkeit. Bereits ein Jahr zuvor macht Noémie ihre Aussagen. Keiner glaubt ihr damals diese Grausamkeiten und keiner geht den Fakten nach. Wenn die Untersuchungen damals korrekt abgelaufen wären, wenn man alle Elemente bei den Ermittlungen berücksichtigt hätte, wenn es bis zu einem Prozess gekommen wäre und man meine Brüder und mich als Zeugen anerkannt hätte, die die Wahrheit sagen, dann wäre ich jetzt Zeugin der Anklage im Prozess Marc Dutroux in Arlon. Warum sind keine Beweise aufgetaucht? Weil man nicht ernsthaft danach suchen wollte. Sie hätten nicht nur Marc Dutroux entlarvt, sondern viele andere auch. Und sie hätten zu einem Netzwerk geführt. Nicht zum ganzen Netzwerk, aber zu einem großen Teil davon. Die unangenehme Wahrheit. Der Fall Dutroux-Noémie. Gleich mehr dazu im 24-Stunden-Spezial. Der heutige Prozessbeginn gegen den mutmaßlichen Kinderschänder und Mädchenmörder Marc Dutroux könnte beweisen, dass hinter diesen Verbrechen ein weit verzweigtes Netzwerk steht. Der Mitangeklagte Jean-Michel Niol, ein Komplize Dutroux, wird verdächtigt, Kinder für sexuellen Missbrauch an hohe Persönlichkeiten Belgiens vermittelt zu haben. Marc Dutroux selbst sagt in einem heimlich im Gefängnis aufgezeichneten Tonbandinterview: Ich stand in Kontakt mit bestimmten Leuten, die einem Netzwerk angehören. Sie gaben mir bestimmte Aufträge und die führte ich aus. Noémie hofft, dass der Aussage Dutroux über die Existenz eines europaweiten Kinderschänderringes nachgegangen wird. Das könnte auch die offensichtliche Verbindung zu ihrem Fall endlich ans Licht bringen. Wenn der Richter sein Wort hält, wenn die Untersuchungen korrekt ablaufen, nach den Regeln der Justiz, dann wäre das perfekt. Dann würde man die Spuren finden und man könnte endlich beweisen, dass Kinder vergewaltigt, dass Kinder getötet wurden und dass wir die Wahrheit sagen und dass das nach wie vor passiert, dass es weitergeht. Nur die Justiz kann diese Leute aufhalten. Das Untersuchungsverfahren, selbst wenn es Jahre dauert, könnte endlich die Wahrheit ans Licht bringen und dafür sorgen, dass all die Leute endlich mit diesen barbarischen Verbrechen aufhören. Noémie lebt heute an einem uns bekannten Ort in Südeuropa. Sie fängt ein neues, ein zweites Leben an. Mit der Gewissheit, dass der Kampf um Gerechtigkeit gerade erst beginnt.